Hallo Freunde, herzlich willkommen, grüß Hilton, potente Gesundheitsküche. Heute habe ich ein paar nette Gäste da und heute gibt's Kai Pirinha. Juhu! Das ist Tascha und das ist die Patricia. So, wir machen heute einen Kai Pirinha, oder? Ein Original brasilianischen. Seid ihr dabei? Ja. Doch? Ja. Also, jetzt sage ich euch mal ganz kurz. Wir brauchen für einen Original brasilianischen Kai Pirinha an Cachaça. Was wichtig ist, wenn ihr die kauft, dass da oben drauf steht Aguardente de Cana. Dann habt ihr ein Qualitätsprodukt. Alle andere ist nur Verschnitt. Ihr braucht zwei Gläser bis oben hin mit was gefüllt? Eis. Und Limetten. Klein geschnitten. Bitte? Oder zerquetscht. Also Eis. Ja, also in Deutschland werden die Dinger da reingequetscht. Ja? Das machen wir in Brasilien nicht. Okay. Wir in Brasilien machen das viel, viel, viel besser. Wir nehmen nämlich die Limetten, wir rollen die kurz, dass die schön weich sind, dann werden sie geschnitten. So. Machen wir mal erstmal nur einen. Wir nehmen, quetschen die Limetten in ein Gurkenglas. Der Deutsche würde jetzt natürlich wieder so einen Cocktailshaker nehmen, ist klar, gell? Aber der Brasilianer nimmt ein Gurkenglas. Die Schalen schmeißen wir weg, denn in der Schale ist Bitterstoff drin und Bitterstoff wollen wir nicht haben. So. Wisst ihr was? Weil ich so gut drauf bin, mache ich gleich für beide. Ne? Machen wir gleich beide. Bist du dabei? Ja. Das denke ich mal, wenn es um Alkohol geht, dann sind sie immer dabei, die Prinzessinnen. So. Mit diesem Kai Pirinha, ja, original brasilianisch, seid ihr der Star auf jeder Party. Verspreche ich euch. In Deutschland werden die ganzen Schalen nur deswegen neu gemacht, dass das Glas wahrscheinlich besser voll ist. Da die ganzen Limetten in Brasilien und der Cachaça in Brasilien nichts kostet, wird da natürlich aus dem Vollen geschöpft. So. Und jetzt, ganz wichtig, was in Deutschland immer falsch gemacht wird, man nimmt einen braunen Zucker. In einen original brasilianischen Kai Pirinha kommt kein brauner Zucker. Da kommt stinknormaler weißer Haushaltszucker rein. Und zwar deswegen, weil der sich viel schneller auflöst. Und zwar machen wir pro Limette einen gehäuften Esslöffel. Sind wie viele Esslöffel? Wir hatten vier Limetten, also. Also? Vier, ne? Wieso pro Limette? Vier. Eins. Zwei. Drei. So. Jetzt füllen wir das Ganze mit Cachaça auf. Das muss wehtun. So, und jetzt gehe ich schnell und hole das Eis. Ich bin in einer Minute wieder da, Mädels. Keine Schweine. Immer schön da rein. Ja, ja, genau, immer schön da rein. So. Wieder angezogen. Bitte? Wieder angezogen. Wieder angezogen. Bis oben hin, voll machen, dann nehmen wir das Gurkenglas, shaken. Schakalaka, Schakalaka, hey, oder? Freust dich schon? Ja. Jo? Schakalaka. Genau, sag mal Schakalaka, komm. Schakalaka, hey, oder? Schakalaka, hey. So. Die ganze Brühe sieht dann aus wie Lemonsauce, ne? Also, wir brauchen auch keinen Leinschuss oder so. Machen nur vernünftige Sachen rein. So, der Zucker wird sich relativ schnell auflösen. Schaut euch mal das an, wie ich das im Gefühl habe. Das ist ja der Hammer, oder? Wunderbar. Wenn jetzt was fehlt bei euch, Leute, den Zucker können wir reinlaufen lassen. Wenn jetzt was fehlt, einfach mit Cachaça bis oben auffüllen und nicht mehr umrühren. Dann brauchen wir noch Stroh. Genau. Da habe ich jetzt leider nur
so dünne Krüppel bekommen. Rein links. So. Bitteschön. Zum Wohl. Prost. Super. Ja? So, jetzt wisst ihr, wie ein original brasilianischer Caipirinha geht. Wir sehen uns das nächste Mal. Hallo Patricia, tschüss. Tschüss. Tascha, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.